Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, es ist ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich hänge auch ein bisschen mit einer Aufnahme hinterher, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Zweimal kam jetzt eine Folge nicht. Und wir sind gerade eigentlich mitten in der Diebesgilden-Questreihe. Amand ist nicht mehr länger meine vornehmliche Kontaktperson in der Diebesgilde. Mein neuer Ansprechpartner ist Skriva in Braviel. Sie ist entweder in der Arena oder der einsame Freierunterkunft. Sollte sie nach Aufträgen für mich fragen. Und wir sind gerade in Braviel. Das heißt, wir müssen jetzt Skrivas Haus. Ah, hier, okay, perfekt. Wir sind schon davor. Aber können nichts machen. Wo war unser Haus nochmal hier? So, das ist jetzt die Frage. Hexenmeisters Glück. War hier, glaube ich, ne? My Braviel House. Okay. Irgendwo da unten. Würde ich da mal hingehen und da schlafen legen? War es hier unten oder war es oben? My Bra... Warum ist das rot? Warum darf ich nicht in mein eigenes Haus? Ernsthaft, warum war das rot? Was ist hier eigentlich? Nichts. Warum ist das rot? Warum darf ich nicht in mein eigenes Haus? Ist immer schön, dass es automatisch speichert. So, wir haben es 4 Uhr. Also 4 Stunden schlafen bis 8 Uhr. Oh, der Kaffee ist noch sehr heiß, sorry. So. Wundert mich schon echt. Und wir müssen mal Möbel für unser Haus hier kaufen. Guten Morgen. Guten Morgen. Nicht, dass ich gleich Kopfgeld oder so kriege, dass wir in unser eigenes Haus gehen. So, Skribas Haus. Wie jetzt dürfen wir da rein? Skriva. Da ist sie. Eine Khajiit sogar. Ah, ihr seid der neue Dieb. Ich bin euer neuer Doyen. So, was haben wir hier? Diebesgilde Spezialaufträge. Leider müsst ihr erst mehr können beweisen, bevor ihr einen bezahlten Auftrag übernehmen könnt. Okay. Kauft den Healern mehr gestohlenes Gut. Sie werden mir berichten, wenn ihr euch als geschickt genug erwiesen habt. Amount Fans 140. Okay, was muss ich machen? Also, die Jagd. Was passiert, wenn ich hier klaue? Ihr hinterlistiger kleiner Dieb. Ihr wagt es, mich zu berauben. Ihr seid zurückgekehrt? Okay, sie hat anscheinend kein Problem damit, dass ich klaue. Dieb, damit kommt ihr mir nicht da. Stopp, Dieb! Ah, okay, sie nimmt mir die Sachen nur wieder ab. Halt, ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hier mit... Okay, wir laden das mal. So, dann klaue ich mal woanders. Mal gucken, was kann ich klauen? Ein Wert von 140, was können wir klauen? Ich würde vielleicht einmal meinen Unsichtbarkeitsring anziehen. War hier. Ring der Khajiiti. Genau. Dann hier, gerechten Handel. Oh. Obwohl? Wir alle stehen tief in eurer Schuld dafür, dass ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt. Hab Dank. Ach, kein Thema. Handeln. Kommen wir zum Geschäft. Ja, ich möchte dir meinen Scheiß andrehen. Amulett der Ansei. Komm, brauchen wir nicht.
Dornorden-Ritter-Medaillon. So, weg damit. Ein exzellentes Geschäft. Der kann weg. Die goldene Halskette kann weg. Was können wir noch? Den will ich behalten. Den muss ich woanders hin tun. Den kann ich... Ach komm, egal. Verkaufen wir hier. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Den können wir auch hier verkaufen. Brauchen wir nicht. Weltlicher Ring. Daran habt ihr viel Gold verdient. Haben wir sonst noch was? Kleine Info, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört. Bei mir sind gerade 5 Katzen hier hinter mir. Katzenbabys, die ein bisschen Blödsinn machen. Kann ich bei ihr eigentlich Dings kaufen? Pantoffeln, Reithose mit Grafikfehler. Sachen für meine Hütte. Ja, Essensbereich. Wie viel Geld haben wir? 55.000. Küchenbereich. Lagerbereich. Lesebereich. Eine. Wanddekoration und Regalsortiment, okay. Empfehlt mich euren Freunden. Ja, überlege ich mir. Ich habe für mein Haus in Breivik alles gekauft, das Nilavin im Angebot hatte. Seht euch vor. Guten Morgen. Das will ich mir jetzt mal ansehen, was wir jetzt alles gekauft haben. Wie das dann aussieht. Überlebe ich den Sturz? Wie sieht mein Zuhause jetzt aus? Na, ist jetzt schicker, aber immer noch zu eintönig. Ich hatte irgendwie mehr solche Wandteppiche, bunte Wandteppiche gefeiert. Ja, aber okay, für ein Spiel von 2006 will ich mich nicht beklagen. So, gehen wir mal hier rein. Das hat automatisch gespeichert. Nochmal speichern. Ich gucke mal. Ist es null wert? Wieso ist das Ding null wert? Leg das zurück, ihr nutzloser Dieb. Hey, stopp, Dieb! Stopp, Dieb! Nimmt er mich wieder weg. Okay, nochmal laden. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ja, Dündin. Und wieder so. Lebt wohl. Gehst du wieder zurück? Oder warte mal. Wer war hier eigentlich jetzt der Hehler in Dings? Wenn ich jetzt bis zur Nacht warte. Machen wir 12 Stunden rasten und dann nachts hier irgendwie einbrechen. Müsste, glaube ich, was bringen. Ja, die Katzen sind gerade neben mir. Ich glaube, dann können wir da einbrechen. Und hoffen. Bei der Gnade. Der ist ja noch wach. Was ist das hier für ein Laden? Einsame Freiunterkunft. Ah, okay. Nachrichten, Bürger. Nachrichten. So, okay. Kämpfergilde? Nee, da brechen wir nicht ein. Roshanjis Haus.
zum gerechten Handel. So. Ich hoffe jetzt ist kein... Ihr dürftet gar nicht hier sein. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Zahlt jetzt eure Strafe oder ab ins Gefängnis. Hier. Das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Ich glaube, ich habe nichts... Strafe und wir lassen euch frei. Ich glaube, ich habe nichts Gestohlenes bei mir. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Wie sieht's jetzt mit meinem Ruf aus? 6. Aber Ruhm dafür 150, okay. Die Schande wird immer größer. Wo kann ich einbrechen? Skuma-Höhle würde ich hier nicht einbrechen wollen. Sorry, musst du husten? Magiergilde würde ich jetzt nicht einbrechen wollen. Was ist mit ihm hier? Ungolim? Es tut mir leid, aber ich bin niemand, der gerne Gespräche führt. Geht jetzt bitte. Ja, aber du hast einen schönen Dedra-Bogen. Der hat einen schönen Dedra-Bogen, den möchte ich gerne haben. So, was sagt die Uhr? 11.19 Uhr abends. Ich würde es hier nochmal versuchen. Bei der Gnade Asuras hat man... Wieso? Geht hier niemand schlafen? Kann ich warten? So noch mal eine Stunde? Wo geht der jetzt hin? Ich hoffe jetzt wirklich, die gehen alle. Warum sieht er mich da hinten? Der sieht mich noch. Der soll weggehen. Beide sehen mich noch. Da ist noch einer. Ich gehe woanders hin. Versuch's bei dem dann nochmal, da einzubrechen. Alter. Gut, wir gehen da klauen. 140 Gold brauchen wir im Gesamtwert. Alles nichts wert. Vielleicht doch hier. So.
Was ist das? Die östlichen Provinzen? Gibt's hier irgendwas? Nichts von Wert. Irgendwo werde ich doch irgendwas Wertvolles klauen können, oder nicht? Unmöglich. Dafür brauche ich schon einen Schlüssel. Hallo? Randiat Haus. Hier werde ich doch irgendwas vom Wert finden, oder? Vielleicht hat sich verbessert. Nice. Ich gehe mal oben gucken. Da haben wir was. Das hat sich gelohnt. Die drei Sachen jetzt noch verkaufen bei einem Hehler und dann wer war jetzt hier Hehler? Kann ich das irgendwie rausfinden? Möge der Beste. Achso, das sind die abgeschlossenen Dinger. Freiberufliche Erbstück? Nee. Skriva sagte, sie habe keine weiteren Aufträge für mich, bis ich mir Diebesgut an Onga oder Darje verkaufe. Ich werde Diebesgut im Wert von etwa 750 Goldstücken benötigen, bevor sie mir ausreichend Vertrauen schenkt. Okay. Darje ist irgendwo da oder Organ? Nee, wo sollen. Wo sollen die sein? Nein, nicht nach Nonnahorst. Auf der Karte. Ah, Lea Wien. Okay. Das machen wir zu Fuß. Da können wir vielleicht auch unsere Hütte dort. Ich ziehe den Ring aus. So, nein. Ring der Kajiki da. Ja? Ja. Machen wir den Weg dann erstmal zu Fuß. Und wenn wir wieder zurück sind, ist das genug Geld, damit wir, wenn wir zurück sind, ist da dann auch genug Zeit vergangen, so wollte ich das sagen, dass wir mit der guten Dame hier reden. Und ich hoffe, dass auch genug Geld, da wir den Spezialauftrag bekommen. Okay, bei mir im Hintergrund ist momentan. Kommst du näher? Im Hintergrund ist viel, viel Lärm. Die Katzen sind da am Spielen. Machen viel Blödsinn. Ich hoffe nur, die schmeißen mir den Greenscreen gleich nicht um. Ach, ein Braunbär.
Warum habe ich gesagt, ich laufe? Warum wollte ich laufen? Die müssen mit allem rumspielen hier. Achso, das ist nur ein Bambi. Na, ich kann mal gleich gucken, falls es wen interessiert, dass ich vielleicht mal einen oder einen der Katzen mal so hier aufzeige. Autsch. Ich frag mich immer noch, woher die dätrischen Sachen haben. So, das ist was wert, das auch. Die brauchen wir nicht. Und das ist was wert. Apropos, wo verkauft man am besten die dätrischen Sachen? Echt, die spielen hier mit allem rum. Hat er einen Namen? Er hatte einen Namen. Alval Ubani. Alval Ubani Schlüssel. Nehme ich mal mit. Kann ich auch verkaufen. Wieso war er hier alleine unterwegs? Warum ist er jetzt tot? Ach nein. Besser die Zweiglinge, also ich finde die Zweiglinge hier deutlich angenehmer auf jeden Fall als in Morrowind. Boah, ich kann mich jetzt aber schlecht daran erinnern. Ich weiß jetzt nicht mehr, gab es die Zweiglinge auch in Elder Scrolls Arena? In Daggerfall gab es die? Irgendwie hätte ich wieder Bock, Daggerfall und Arena zu spielen. Auch wenn die Steuerung alles andere als angenehm war. Aber ich hätte wieder Bock. Mal gucken. Vielleicht mache ich das im Stream. Aktuell mache ich auch eigentlich... versuche ich auch Coworking-Streams zu machen, wo ich die Entwicklung meines Spiels zeige oder auch die Entwicklung von der Serie, die demnächst auch noch anfangen will, dazu aufzuzeigen. Dass ich das im Stream mit euch zusammen mache und von euch auch immer wieder gerne Feedback anhören will. So, gleich darf ich nochmal reparieren. So, einmal vielleicht reparieren. Ja, ich muss definitiv reparieren. Na, willst du... Einen Moment, da will jemand hochklettern. Klettert mir den Bein hoch. Und ist wieder abgesprungen. Oh, mein Kleiner, komm mal her. Komm mal her. So, da haben wir schon mal den ersten Frechdachs. So, komm, ich lass sie wieder runter, ja? Die machen gerade hier viel Blödsinn. Und da schon nächster Bandit. Banditin.
Wollt ihr nicht sterben? Würdet ihr sterben wollen? Die war aber auch mutig. So. Ja, können wir auch verkaufen. So, Lea Wien ist schon gleich da. Da haben wir Stade. Boah, das Schicksal von Stade tut mir immer noch leid. So, weißer Hengstunterkunft, nice. Haben wir auch schon wieder erreicht. So gehört sich das. Mehr könnt ihr also nicht. Wer bist du? Ventus Prelius. Jetzt ist Schluss. Ich will ihm helfen, aber ohne dass ich selber hier. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn brauche für irgendwas, für eine Quest oder so. Ist schon schlimm genug, dass ich mir jetzt einen Charakter verloren habe. Aber es war jetzt keine Benachrichtigung da, dass eine Quest jetzt nicht mehr möglich ist. Stelle der 5 Reiter. Irgendwie muss ich da an die 4 Reiter der Apokalypse denken. Mit der Apokalypse selber. Meine Kinder hungern, bitte helft mir. Hier gibt's doch gar keine Kinder. So, kann ich dem Hehler eigentlich nur gestohlene Sachen verkaufen oder auch andere Sachen? Dajis Haus, okay. Warten, bis er auf hat. So, wann sind seine Öffnungszeiten? Moment, da ist ja noch... Da vorne ist noch ein Oblivion-Tor. Wieso ist dann noch ein Oblivion-Tor? Der ist aber zu. Das heißt, die bleiben alle zu. Ab jetzt. Oh. Mit so einer Brücke. Das ist ja cool. Dass die hier so eine Brücke noch hinterlassen haben. So. Hat der jetzt offen? Dajis Haus. Warum hat er noch nicht offen? Muss ich noch mal eine Stunde warten? Oder ist das nur noch nachts? Bei ihm. Wo ist hier mein Haus? Das ist jetzt die Frage. Das hier. Haben wir das schon eingerichtet? Nope.
Wo, Chedenal, Skingrad. Leavin, angekommen, sollte ich mir bei Gundalas Laden beste Waren und Garantien einige Möbelstücke dafür kaufen. Komm, dann kaufen wir hierfür auch noch ein paar Möbel. So, vom Clown, die Trennlinie. Beste Waren und Garantien. Okay, nördlich von hier. Dekorieren wir unser Haus hier auch einmal. Machen wir jedes Haus einmal fertig. Ich fühle mich geehrt, mit dem Meister von Cyrodiil zu sprechen. Was benötigt ihr? Was darf ich euch anbieten? Ja, ein paar Sachen für mein Haus. Das hier. Das. Und Wanddekoration, die sind die wichtigsten. Das war mir ein Vergnügen. Ah, warte, ich hätte ihm die anderen Sachen verkaufen können, oder? 1000. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Ja, das hier. Ein exzellentes Diebesdolch. Glaskriegsaxt darfst du haben. So, was haben wir noch? Das hier. Das ist. Das. Haben wir sonst irgendwas geklaut? Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Jo, kein Thema. Alles gekauft, okay. Lebt wohl. Zurück zu unserem Haus. Aber was ist mit, Dajar? Dajar? Hieß er? Dajars Haus? Wann kann ich mit ihm reden? War das hier meins? Ja. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, ein bisschen bunter. Gefällt mir schon mal ein bisschen mehr. Das gefällt mir nicht, dass immer diese Truhe mit allen möglichen Scheiß gefüllt ist, obwohl man eine Truhe eigentlich komplett leer bräuchte. Wenn die anderen Sachen gefüllt sind, kein Problem. So, hallo. Dajar, muss ich jetzt wirklich bis zum Abend warten? Der ist jetzt da hinten unterwegs. Ach, komm schon. Da ist er ja. Hallo. Sucht ihr einen Hehler? Ja, gerne. Über die Diebesgilde? Was wollt ihr wissen? Wo kann ich einen Hehler finden? Ja, ich kaufe gestohlene Dinge. Sollen wir verhandeln? Ja, bitte. Was wollt ihr wissen? Die Doyen sind die Hände und Augen der Gildenmeister. Von ihnen erhaltet ihr eure Aufträge. Dafür tun sie euch Gefallen. Okay. Die derzeitigen Doyen sind Armand Christophe und Scriver. Okay, Armand Christophe und Scriver haben mit den Wachen und Richtern in ganz Cyrodiil spezielle Vereinbarungen. Sie können alle Haftbefehle verschwinden lassen für nur die Hälfte der Geldstrafe. Ja, aber über die Diebesgilde? Was wollt ihr wissen? Ich brauche einen Hehler. Wo kann ich einen Hehler finden? Ja, ich kaufe gestohlene Dinge. Sollen wir verhandeln? Ja, bitte, aber wie? Für euch selbstverständlich. Hier ist doch nichts. Alles bleibt liegen, um unsere Erlösung vom Bösen zu feiern. Dank sei Akatosh und seinem Diener Martin. Schatten mögen euch verbergen. Sucht ihr einen Hehler? Ja, aber wieso habe ich hier nicht die Möglichkeit? Armer Christoph und Sie können alle ab. Wollt ihr einen Khajiitenwitz hören? Ja, komm weiter. Warum lecken sich Khajiit den Hintern? Warum? Damit sie den Geschmack von Khajiit-Essen loswerden.
Ein echter Schenkelklopfer, was? Hui, ich habe noch viel mehr gehört, aber ich kann sie mir nicht merken. Über die Diebesgilde. Was wollt ihr wissen? Meine Geldstrafen gab. Armer Christoph und Skriva haben mit den Wachen und Richtern in ganz Cyrodiil spezielle Vereinbarungen. Sie können alle Haftbefehle verschwinden lassen für nur die Hälfte der Geldstrafe. Ja, aber... Was wollt ihr wissen? Ich brauche einen Hehler. Ja, ich kaufe gestohlene Dinge. Sollen wir verhandeln? Ja, bitte. Aber wieso gibt's die Option jetzt nicht? Schatten mögen euch verbergen. Muss ich vielleicht nochmal eine Stunde warten? Ist die falsche Uhrzeit vielleicht? So, wo ist er jetzt hin? Der ist da hinten irgendwo. Guten Abend. Hi. Der ist hier drin, okay. 5 Clown-Unterkunft. Sucht ihr einen Hehler? Ja, bitte. Was wollt ihr wissen? Ah, oh, komm. Armer Sieg. Schatten mögen euch verbergen. Früher hielt ich euch für einen Helden. Für einen heiligen Ritter und so weiter. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Schönen Tag. Die Bürger von Lejavin wissen um euren Wert. Auch wenn Graf Terentius dies nicht tut. Was benötigt ihr, Freund? Auf Wiedersehen. Wo geht er jetzt wieder hin? Der Graufuchs beschützt euch. Der Graufuchs beschützt mich oder ich? Einen Hehler? Ja, bitte. Alter. Schatten mögen euch verbergen. Ich suche doch nur einen Hehler. Warum? Und du bist hier der Hehler. Du bist als Hehler markiert. Warum verkaufst du mir nichts oder ich dir nichts? Habe ich noch was zum Verkaufen? Habe ich das nicht? Hier, da, das haben wir noch für 60 und die beiden 45 und dann nochmal 20. 125 sind das. Was sagt die Uhr in Game? 8.22 Uhr. Sucht ihr einen Hehler? Ja. Hier geht nichts. Bitte, los schon. Wie viel habt ihr? Dafür bekommt ihr etwas. Ihr könnt? Was kann ich? Bitte, los schon. Schatten mögen euch. Sucht ihr einen Hehler? Ja. Über die Liebesgelder. Was wollt ihr wissen? Ja. Schatten mögen. Okay, wo war der andere Hehler? Wer war der andere Hehler nochmal? Hier war, glaube ich, der andere. Mit ihm wird's nix. Oh, bitte. Sag mir jetzt nicht, ich muss bei ihm. Ich muss tatsächlich bei ihm dort machen. Wieso funktioniert er dann nicht? Muss ich einbrechen? Bagé? Sucht ihr einen Hehler? Ja. Jetzt. Das sollte ein Spaß werden. Jetzt funktioniert das. Okay, hier.
Das hier? Das ist ein gutes Angebot. Das. Und das. Geht einfach weg, als würdet ihr mich nicht kennen. Schatten mögen euch verbergen. Okay, wenn er im Haus ist, dann funktioniert das mit dem Hehl. Automatisch gespeichert. Okay. Jetzt brauche ich noch mehr Diebesgut. Wie viel? Oder. Wie viel fehlt uns noch? Die Trennlinie. Mal gucken. Tut mir leid, aber ihr seid in. Kopfgeld bekommen. Er sagt die Uhr. 7 Uhr. Vielleicht wieder den Ring anziehen. Hier kann ich doch bestimmt was klauen. Kann ich ja nicht. Was ist? Hier ist keine gute Idee zu klauen. Wo könnte man was von Wert noch klauen? So, einen Moment. Ihr dreckiger kleiner Dieb, ihr wagt es nicht. Upsi. Singos Haus. Also, was haben. Oh! Erläuterung zum Mysterium Xarxes von Manka Kamora. Er hat eines dieser Bücher. Hier ist nichts vom Wert. Nichts vom Wert. Nichts von Wert. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Dann zahle mit deinem Blut. Ihr hättet die Strafe bezahlen. Ich ergreife mal kurz die Flucht. Ihr hättet die Strafe bezahlen sollen. Ich hoffe, die kommen nicht hinterher. Mist! Aber wozu bringt mir dieser Unsichtbarkeitsring, wenn die mich hier sehen können? Warte, da habe ich was vergessen. Warum ist... Das hier war das. Weswegen die mich gesehen haben, das Licht. Sieht er mich noch? Tatsache. Akrobatik.
Nachdem ihr viele Stunden lang verbissen geübt habt, zu springen und euren Fall zu steuern, seid ihr jetzt ein Experte der Akrobatik. Eure Belastung hat keinen Einfluss mehr auf eure Sprünge. Bisher war es so, dass eure Sprünge umso kürzer ausfielen, je mehr ihr zu schleppen hattet. Ah, nice. Okay, ich ergreife mal kurz die Flucht. Aber jetzt, wo ich das Licht aus habe, müssten die mich nicht mehr sehen, oder? Ne, warte, starte wollte ich. Was braucht ihr, Meister? Starte ist ja im Grunde leer. Oder warte, das Dorf da oben. Wäre doch viel, viel besser, oder nicht? Genau, Grenzburg. Warum liegen Klamotten hier überall auf dem Boden rum? Was ist das? Trank der Fortuna? Okay, was hat das eigentlich hier mit Grenzburg auf sich? Ribassas Haus? Was ist das für ein... Trank der Krankheitsheilung? Warte, das war... Nee. Keine Reparaturzangen, oder? Eine Keule? Was ist, wenn ich mir so die Häuser hier ansehe, sind das vielleicht Banditen? Warum ist hier alles kaputt? Ne, jetzt ernsthaft, warum? Skooma? Okay, dann das Haus noch. Hackauflauf. So, was haben wir hier? Ein Reparatur haben wir, das nehmen wir mit. Der Bettlerprinz. Zillteller. Was ist ein Zillteller? Ein Süßkuchen. Das hatten wir schon. Okay. Hier war jetzt nichts Besonderes drin. Das war ein Daschers Haus. Ein Dasche, okay. Jariska.
Fralama? Ribassa? Gute Neuigkeiten aus Quatsch. Ndir? Geheimnisvoller Ort. Zalayama? Zabila? Wie geht es euch? Warum haben die alle so viel dädrisches Zeug bei sich? Und warum sind das Nöten kaputt? Ich bedauere. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich habe gehört, dass die Legionen aus Burg Moorgrund in Schwarzmarsch zurückgezogen sind. Zum Stämmen zurück im Kaiserreich werden. Interessant. Okay, ein Schaf hat es hier auch geschafft auszubrechen. Okay, was hat das jetzt wirklich mit Grenzburg auf sich? Grenzburg Herberge. Okay, hier gehen wir mal rein. Willkommen. Willkommen in der Grenzburg-Herberge. Wir haben nicht viele Besucher. Bleibt ruhig eine Weile bei uns. Nehmt Platz oder seht euch um. Wir haben hier eine gute Käseauswahl. Eine der besten in ganz Tamriel. Okay, was für ein Käse? Das ist seit Jahren ein Hobby von mir. Ich habe schon Käse aus allen Gegenden von Tamriel gesammelt, sogar den seltenen Olroy-Käse. Einen pikanteren Käse gibt es nicht. Er sieht harmlos aus, stinkt jedoch, dass einem die Augen übergehen. Deshalb bewahre ich ihn gut verschlossen auf. Wenn ich damit kochen würde, würde der Geruch auch die letzten Ratten aus ihrem Loch locken. Darüber zu reden, bereitet mir jedoch immer wieder Freude. Okay, danke. Schönen Tag. So. Willkommen in Grenzburg. Ribassa, wer... Früher hielt ich euch für einen Helden, für einen heiligen Ritter und so weiter. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Gerüchte? Das kolovianische Hochland entlang der Grenze zu Hammerfell ist unfruchtbares Ödland. Geht nur. Lebt wohl. Willkommen in unserer Stadt. Die Götter haben immer ein Auge auf Grenzburg. Okay, Gerüchte? West-Cyrodiil wird Kolovia genannt. Dazu gehört die Goldküste, die Westebene und das kolovianische Hochland. Okay. Auf Wiedersehen. Hi. Willkommen in Grenzburg. Was? Willkommen in unserer Stadt. Die Götter haben immer ein Auge auf Grenzburg. Ja, okay. Die hat nichts Neues. Seht euch vor. Gut. Der Ältestenrat wird sicher einen Weg finden, das kann... Aber... Eine komplette Stadt nur von Khajiit, Grüße. Die alle schwer bewaffnet sind? Ihr seid jederzeit in Grenzburg gefährlicher denn je. Willkommen in Grenzburg. Willkommen in unserer Stadt. Die Götter haben immer ein Auge auf Grenzburg. Lebt wohl. Willkommen in unserer Stadt. Die Götter haben immer ein Auge auf Grenzburg. Okay, die hat auch nichts Neues. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. Willkommen in unserer Stadt. Die Götter haben immer ein Auge auf Grenzburg. Willkommen in unserer Stadt. Die Götter haben immer ein Auge auf Grenzburg. Die haben nichts Neues zu sagen. Schönen Tag. Ich werde noch gesehen. Okay, ich glaube, wir werden noch mal nach Grenzburg kommen. Ich glaube, das wird auch in der Quest zusammenhängen. Autsch. So, jetzt muss ich aber erstmal das Kopfgeld loswerden. Oder mit Deja reden. Aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.